Liebe Brüder, liebe Schwestern, es ist der Gemeindeleitung ein Anliegen, ein weiteres Team, Entschuldigung, danke, Arthur. Es ist der Gemeindeleitung ein Anliegen, ein weiteres Team, einen weiteren Arbeitsbereich in unserer Gemeinde zentral zu etablieren. Wir haben ja viele tolle Teams schon, alles Mögliche. Technikteam im Hintergrund hilft uns gerade, dass das hier läuft. Und ich glaube, mit diesem Bereich Mission, da treffen wir ein zentrales Anliegen unseres lieben Heilands Jesus Christus. Und vieles, was wir heute gehört haben vom Abendmahl über diese schöne Predigt, geht auch irgendwo dahin, uns zu motivieren, dass wir von dem, was wir empfangen haben, etwas weitergeben. Jesus hat in seinen letzten Worten, in dem letzten großen Auftrag, den er seinen Jüngern gegeben hat, davon gesprochen, dass weltweit das Evangelium verkündigt werden soll. Und wenn Jesus das so ganz am Ende nochmal betont, seines Lebens, kurz vor der Himmelfahrt, dann ist, glaube ich, deutlich, dass ihm das besonders wichtig war. Eine kleine Gruppe von Menschen hat er beauftragt, die ganze Welt zu erreichen. Und dieser Auftrag gilt bis heute, der gilt so lange, bis die ganze Welt erreicht ist, solange bis Jesus wiedergekommen ist. Und jeder Einzelne, aber auch wir als ganze Gemeinde, sollten da irgendwo unseren Platz finden, sollten unseren Beitrag dazu leisten. Ich habe das umrahmt, so ein bisschen farblich. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Das heißt, er ist derjenige, der eigentlich hinter jeder Missionsarbeit steht und Türen öffnet und Herzen öffnet und Menschen allein verändern kann. Und er sagt unten, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, Mission ist etwas, was in der Gegenwart und in der Gemeinschaft, in der Leitung Jesu geschieht. Und die rote, zentrale Aufforderung ist, macht alle Nationen zu Jüngern. Jesus möchte, dass auf der ganzen Welt überall Menschen erreicht werden. Und wie kann das gehen? Er sagt, geht hin, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten. Und wir wollen schauen als Gemeinde, wie können wir da irgendwo dran teilnehmen? Wo könnte unser Platz sein? Die Vision, die Ziele, die die Gemeindeleitung uns sozusagen ins Lastenbuch geschrieben hat, das sind diese Dinge, die hier stehen. Wir wollen als Christusgemeinde Gensingen regelmäßig beten für die Außenmission. Ich glaube, damit muss es immer losgehen, dass wir beten, dass wir schauen, wo können wir uns mit Gottes Anliegen eins machen? Dass wir Missionsprojekte im Ausland unterstützen. Wir reden nicht von Inlandmission. Wir haben schon ein Evangelisationsteam, wir haben Kontakte im Inland. Wir reden von Außenmission, von Mission in anderen Ländern. Wir wollen als Christusgemeinde Gensingen perspektivisch vielleicht jährlich Missionseinsätze im Ausland machen, dass ein Team aus unserer Gemeinde das geht und vielleicht, wenn Gott das schenkt, irgendwann einen eigenen Missionar entsenden. Das sind so die Ziele, das ist die Vision der Gemeindeleitung und was können wir daraus machen? Wir haben vor ein paar Wochen mit Arthur ein Treffen gehabt, er hat uns gebrieft sozusagen, er hat uns ein bisschen erzählt, was die Gemeindeleitung auf dem Herzen hat und drei Leute haben direkt gesagt, okay, wir wollen uns damit einbringen. Der Markus, den Yasser kennt ihr alle natürlich, er hat uns neulich von Spanien erst erzählt, oder wird noch mehr erzählen auch, ja. Und ein paar andere haben angefangen, aber vielleicht fühlst du dich auch angesprochen, vielleicht hast du auf dem Herzen Mission zu unterstützen, wie auch immer. Es ist normal am Anfang, wenn man so ein Team gründet, dass sich immer wieder mal Veränderungen ergeben, dass der ein oder andere sagt, ah, ich bin dabei und dann doch wieder vielleicht nicht und jemand anders kommt mit der Zeit noch dazu. Vielleicht fühlst du dich angesprochen, vielleicht hat Gott dir das Thema Außenmission schon aufs Herz gelegt, vielleicht hast du selbst schon Missionseinsätze im Ausland gemacht, hast Kontakte zu Missionaren, zu Missionswerken, die du irgendwie mit einbringen kannst, Gedanken im Gebet in unser Team. Dann wäre das schön, wenn du dich bei uns melden würdest. Wir werden nachher so ein bisschen noch da sein, ein paar Minuten. Komm einfach auf uns zu oder in der nächsten Zeit auch und sprich uns an. Was können wir tun? Was wollen wir tun? Das allererste ist natürlich immer, wir wollen uns von unserem Herrn und Heiland leiten lassen. Das, was wir tun als Gemeinde, egal in welchem Bereich, muss zuerst von ihm kommen, wenn es sinnvoll sein soll, wenn es Frucht bringen soll. Das ist unser erster Gedankengang. Und dann aber, wir wollen unsere ganze Gemeinde mit einbeziehen. Ihr Lieben, meine Überzeugung ist, dass Gott schon etwas tut in unserer Gemeinde. Dass Gott der Gemeindeleitung nicht irgendwas aufs Herz legt, was so ein völliger Fremdkörper ist, sondern ich bin überzeugt, dass Gott hier schon in der Gemeinde etwas tut. Deswegen nochmal die Aufforderung, wenn du irgendwo einen Kontakt zu einer Missionsarbeit hast, die vielleicht auch von den Kernwerten zu unserer Gemeinde passt, dann komm doch zu uns und hilf uns mit deinen Gedanken, den Rest zu strukturieren.
Wir wollen das ganz bewusst nicht als kleines Team machen und der Gemeinde irgendwie immer wieder was geben, sondern wir wollen die ganze Gemeinde damit hineinnehmen. Und wir wollen dieses Thema der Außenmission zentral in unserer Gemeinde verankern. Wir wollen uns treffen, wir wollen miteinander beten, wir wollen hier im Gottesdienst immer wieder berichten über Missionsanliegen, vielleicht perspektivisch irgendwann einmal im Monat, dass wir ein paar Minuten haben. Was wir jetzt als nächstes eigentlich gerne machen wollen, da warten wir auf das Go von den Verantwortlichen dafür, ist ein Infotisch, eine Infowand irgendwo da draußen zentral platzieren, wo wir immer wieder sein können, wo ihr euch aber auch mit Infomaterial bedienen könnt. Schauen wir mal, wie das gelingt. Da warten wir jetzt. Was wir tun können schon, ist Außenmission finanziell unterstützen. Dann, das ist Perspektive, das sind Gedanken in unserem Kopf. Vielleicht ein Einsatzteam gründen, das eben dann nicht unbedingt immer die gleichen Leute, auch unterschiedliche, irgendwo im Ausland einen Missionseinsatz, eine Missionswoche, sowas, was Yasser jetzt gemacht hat oder andere Dinge tun können. Und vielleicht schenkt Gott das, dass wir irgendwann einen eigenen Missionar ins Ausland senden und ihn unterstützen können. Als sendende Gemeinde, die Verantwortung übernimmt, ganz konkret was zu tun irgendwo. Ja, und vielleicht fühlst du dich ja selbst angesprochen? Vielleicht bist du dieser Missionar, der irgendwann ins Ausland geht. Vielleicht bist du als junger Mensch so bereit und sagst, jawohl, FSJ im Ausland, oder das heißt ja dann internationaler Freiwilligendienst oder so, ne? Vielleicht bist du so jemand, der sagt, jawohl, das habe ich sowieso auf dem Herzen. Dann komm zu uns, sprich uns an, lass dich mit hineinnehmen. Soweit vielen Dank. Was ihr jetzt tun könnt, ist, wenn es euch auf dem Herzen liegt, kommt zu uns gleich. Betet, unterstützt uns im Gebet. Stellt euch einfach hinter uns oder fragt uns. Danke.